Willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Sommerpause ist beendet. Erstmal denke ich folglich. So, da wären wir. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich mir sowas hier nicht reinziehe. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Habt ihr wahrscheinlich auch schon zu Genüge in anderen Videos gesehen. Folglich starten wir gleich ein Spiel. Als erstes, ich habe dieses Spiel jetzt ein paar Stunden gespielt, erstmal nur für mich und das auch im Multiplayer probiert, der meiner Meinung nach recht gut funktioniert. Lässt sich durchaus spielen im Multiplayer. Allerdings hatten wir das Problem, dass wir die Fischerhütte wie auch den Bergbauaußenposten nicht bekommen haben. Wir haben jetzt zum dritten Mal neu angefangen. Ja, wir waren kurz bei jedes Mal bei Dynastie Level 18 und 19 schon, also ziemlich ärgerlich eigentlich. Folglich, wenn ihr das am Anfang nicht direkt bekommt, so wie ich das jetzt euch gleich mal mitzeigen werde, könnt ihr den Spielstand sofort löschen, könnt neuen anfangen. Es bringt nichts, weil ihr kriegt im späteren Verlauf diese beiden Bauten einfach nicht mehr dazu. Glaubt es mir, habe ich getestet. So, also, fangen wir an. Ich werde euch natürlich dann direkt mitteilen, wo, wann ihr denn, ne, mit welcher Quest. So, also, los geht's. Wir fangen erstmal an, ganz entspannt und gechillt. Ein paar Steinchen haben wir schon eingesammelt. Gucken, wie weit wir heute kommen. Ich nehme mir nicht grundsätzlich immer was irgendwas vor, was ich machen möchte, was nicht. Sondern in erster Linie gucken wir mal, wie lange wir kommen. 30 Minuten ist so die maximale Aufnahmelänge bei mir. Also müsstet ihr wissen, ein bisschen was wird passieren. So, also Gras pflücken, ja, ziemlich nervige Angelegenheit, weil wegen man muss gedrückt halten. So, wir nehmen gleich ein paar Stöckchen mit, die brauchen wir gleich. Ein paar Stückchen. So, wir nehmen hier die gleich mal mit. Dann labern wir die gute Dame da mal an. Die sprechen wir an. Akku, sie lebt. Jawohl, ich bin begeistert. Ja, ich drücke das durch, Leute. Macht euch da keinen Kopf drum. Wenn ihr das lesen wollt, dann müsst ihr das in eurem eigenen Spielstand machen. Ich lese mir den Kram nicht durch. Fehlt mir ein bisschen die Motivation für. So, wir brauchen eine Axt. Axt bauen wir uns mal ganz schnell. Dann müssen wir uns nämlich einen Baumstamm zulegen. Damit wir den Hammer kriegen. So, haben wir uns hier hinten gleich mal. Ja, aber hier, das kann ich alles nicht liegen lassen. Ich bin so ein Sammelmessi. Ich kann es nicht liegen lassen. Das muss mitgenommen werden. Ihr braucht es nachher sowieso alles. Beziehungsweise wir brauchen es eh nachher. Von daher. So. Japanische Rotkiefer. Gleich mal platt gemacht hier. Und gleich mal platt gemacht. So. Dann haben wir das auch schon. Jetzt können wir uns einen Hammer herstellen. Hammer, sehr schön. Jetzt legen wir den gleich mal in die Hand, machen ihr ein Zelt und ein Lagerfeuer. Da haben wir noch nichts, aber hier haben wir was. Gut, also einmal Lagerfeuer. Zack. Hämmern wir ihr da mal hin. Dong, 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 sehr schön. So, jetzt wird er noch ein Zelt haben. Kriegt sie. So. Da haben wir nämlich auch schon alles für mitgesammelt. Gut. Krabbums. So, jetzt müssen wir mit ihr wieder quatschen hier. Fühlst du dich jetzt besser? Weiß ich noch nicht. So, das klicke ich wie gesagt durch. Wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr das gerne in anderen Videos machen. Die lesen das vor. Ich lese es nicht vor. Nee, ist nicht so meins. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Wir können aber hier noch ein bisschen Gras gleich mitnehmen. Also ich denke mal, ich werde euch auf jeden Fall heute die Angelhütte zeigen. Ich werde euch das Bergbauteil zeigen, wie ihr das kriegt. Wir werden eine Hütte bauen. Vielleicht schon die ersten Quests mal annehmen. Gucken, dass wir da durchkommen. Und dann wird es in den weiteren Folgen, sofern die Staffel angenommen wird von euch, so wie ich das mache, können wir dann gerne noch weitere Folgen machen. Wie gesagt, Sommerpause beendet. Jetzt kommt wieder ein bisschen was. Jetzt kommen wieder ein paar Videos von mir. So, hier hinten haben wir den guten Typen. Ah ja, bitte um Hilfe. Gib mal Hilfe hier. Da ist er. Ja. So, eine Drachsel herstellen. Können wir das schon? Haben wir das schon alles dafür da? Natürlich nicht uns fehlen Stöcke, war ja klar. Seht ihr? Deswegen meine ich, alles mitnehmen. Nichts liegen lassen. Man braucht es eh. So, nehmen wir ein Stöckchen hier mit. Wir nehmen auch gleich mal ein paar Bären mit.
Also ganz wichtig, erachte ich immer noch Sammlerhütte. Die Fischhütte natürlich, die ist wirklich unabgänglich. Die müsst ihr haben. Ohne die braucht ihr gar nicht weitermachen, weil das bringt auch am meisten Futter rein. Das Zentrallager und schafft euch nicht zu viele Flüchtlinge am Anfang an. Das bringt nichts. Ihr kriegt die Werte nicht hoch. Habe ich probiert, klappt nicht. So, haben wir. Ich schaffe 20 Bretter aus Holzstämmen. Ich weiß, das reicht nicht aus. Müssen wir uns noch einen Baum holen. Holen wir uns noch ein Bäumchen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Tipps für mich habt, ich nehme auch gerne Tipps von euch entgegen, dann haut es mir einfach in die Kommentare. Wenn ich was Falsches sage, sagt es mir. Wie gesagt, ich habe da so meine Erfahrungen jetzt gesammelt. Und von daher, jeder kann das Spiel anders spielen. Ich muss dazu sagen, Medieval Dynasty habe ich nicht gespielt. Das ist das erste Spiel aus der Dynastie-Serie, das ich spiele. Folglich kann ich keine Vergleiche anstellen zu den anderen beiden Games. So, wir brauchen einmal ein Glöckchen. Gib mir ein Glöckchen. Gut, errichte einen Glockenturm. Folglich, wir können jetzt den Glockenturm errichten. Ich persönlich würde dazu tendieren, den Glockenturm hier hinten hinzustellen, weil ihr müsst auch an den Strand kommen für die Fischerhütte. Logischerweise. Folglich bauen wir das Ding jetzt hier hin. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Zack. Dann ballern wir euch da den Glockenturm hin. Sehr schön. Dann nehmen wir gleich den Baum hier mit. Wir brauchen zwei Baumstämme. Dann holen wir das Ding gleich um. So, dann machen wir mal. Den Hammer wieder in die Hand nehmen. So, damit haben wir das neue Dorf gegründet. Jetzt müssen wir mit Toshi wieder quatschen hier, mit unserem Tüchischi, oder wie auch immer der heißt, keine Ahnung. So, der Glockensturm steht wieder. Sehr schön. Es ist Zeit, ein Haus zu bauen. Ja. Wir bauen ein Haus, aber dazu reiße ich das hier erstmal ab, weil ich würde das hier ganz gerne hinstellen. Neues Gebäude verfügbar. So. Es ist logisch, wir müssen jetzt natürlich erstmal das Haus bauen. Ein kleines Häuschen, zack. Jetzt brauchen wir wieder Baumstämme und all sowas. Holen wir uns schnell. Jetzt auf die Schnelle. Dann sammeln wir mal kurz ein paar Bäume runter. Da sammeln wir kurz ein paar Bäume ab. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Gib mir die Bäume, komm, gib her. Los, rein. So, hier den nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen es eh, weil wir brauchen auch gleich noch die ganzen Äste und wir brauchen die Bretter und wir brauchen das nachher nicht alles. Und weg damit. So. Nehmen wir das Ding auch noch mit. Jetzt haben wir 12 Stämme oder 11 oder so, das müsste erstmal reichen. Damit müssten wir eigentlich das Häuschen schon mal fertig kriegen. Stroh brauchen wir auch. Also man kann hier bleiben, man muss nicht hier bleiben. Wir machen es jetzt in dieser Folge und in dieser Staffel erstmal so, dass wir hier bleiben. Meines Wissens nach kann man auch den Kirchenglockenturm woanders hinstellen und sein Dorf woanders errichten. Könnte aber im späteren Spielverlauf auch noch ganz noch mehr Dörfer bauen. Ich weiß nicht, ob das bei Medieval auch so war. Keine Ahnung. Hier ist es auf jeden Fall so. Folglich ist das erstmal uninteressant. So, da holen wir Bretter rein. Jetzt brauchen wir aber definitiv noch mehr Bretter. Wir brauchen garantiert mehr Bretter, sonst kriegen wir das Ding nicht fertig. Es ist noch eine ziemliche Anf also noch ein ziemlich tiefes Early Access. Es sind schon zwei Patches gekommen.
gab es wohl noch so einige kleinere, größere Fehler. Deswegen musste ich wahrscheinlich auch zweimal neu anfangen. Dreimal inzwischen. So, jetzt brauchen wir Stöcke. Moment. Erstmal ein paar Stöckchen einsammeln. Geht mit Büschen eigentlich ganz gut. Kann man aber auch mit denen, na, hier mit den Stöcken machen. Das geht auch. Wie ihr das wollt. Das ist jedem selber überlassen, würde ich mal sagen. Ihr könnt auch hier den Baum fällen. Also, damit ist dann die Axt dann auch gleich mal hin. Zack. Eine Axt da rein. Büsche, Büsche. Wollen wir noch Büsche? Ich will Büsche. Da sind Büsche. So. Gut. Gut, dann wollen wir mal. Dann hauen wir jetzt das auch noch da hoch. Noch einmal. Reicht natürlich wieder nicht an Stöcken, hätte ein paar mehr nehmen müssen. Ah, es fehlen natürlich immer noch Stöcke. Es fehlen noch Baumstämme noch, so wie immer. Ja, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Es fehlt. Gewöhnt euch nicht an den Anblick, der wird nicht lange so bleiben, weil ihr braucht das Holz. Sieht schön aus, aber ihr werdet das nicht so lange haben. So, zack. So, die Büsche mitnehmen hier. Wir brauchen noch Stöcke. Sehr schön. Die Stöcke brauchen wir alle. Das ist leider so. So, dann nehmen wir den Baum noch mit. So. Wie ihr es von mir schon kennt, denke ich mal, wird es in den nächsten Folgen dann darauf hinauslaufen, dass ich schon mal ein bisschen vorfahren werde. Eventuell auch schon mal die Häuser anzeichnen werde, wo ich die hinstellen werde. Das kennt ihr aber schon aus meinen anderen Folgen, denke ich mal. Das ist ja nichts Neues. Damit ihr das ganze Gefarme nicht sehen müsst, ihr habt es jetzt einmal gesehen, das reicht. Wir machen es heute zusammen. Und in den nächsten Folgen farme ich den ganzen Kram, den ich dann halt brauche, oder den wir brauchen, farme ich dann vor. Ist einfacher. Bleibt mehr von der Folge übrig. Mehr von der Zeit auch. So, nun komm. Bretter brauchen wir noch. So, dann nehmen wir das Ding. Na nun. Sehr schön. So. Zack. Die Bretter da rein. Ein Lagerfeuer, eine Matratze und dann sind wir durch. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Stroh. Das könnt ihr nachher natürlich alles viel, viel einfacher herstellen. Das ist jetzt am Anfang ist das ein bisschen mühselig, aber nachher könnt ihr das natürlich viel, viel einfacher herstellen. Das lässt sich alles dann arrangieren. Dafür gibt es dann nachher die ganzen Gedöns, womit ihr das dann alles herstellen könnt. So, haben wir raus und dann muss ich das mal schnell machen. Damit ist der Hammer wieder mal kaputt. Welch ein Wunder. Brennholz für. So, Brennholz, 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 Brennholz. Lass mal fallen. Und dann. Oder Axt zerteilen. Mit der Axt kriegen wir, glaube ich, Brennholz raus.
Aber nur einmal, ne? Oh, toll, jetzt brauchen wir noch Brennholz. Naja, gut. Holen wir uns, kein Problem. Sind ein paar Bäumchen zu nennen, ist gut. Ein bisschen Energie sammeln. Reicht aber noch. Doch, das müsste reichen. Dann haben wir unsere vier Brennholz. Dann haben wir das nämlich auch schon mal hinter uns. Also so, dann machen wir das mal klein hier. Sechsmal Brennholz haben wir, das ist gut. Zack. Gut, das haben wir auch geschafft. Jetzt können wir wieder mit ihm hier quatschen. Also die Anfangsquests gehen noch relativ zügig. Danach wird es echt manchmal ein bisschen zäh. So, jetzt müssen wir den Leuten helfen. Ja, dann machen wir hier, klick mal durch. So, gut. Jetzt gehen wir gleich mal zu der ersten Quest hin, die für mich wichtig ist. Ja, die erste Quest ist die Fischerdorf-Quest. So allen sagen umwoben, dass ihr den sterben lassen müsst, ist Schwachsinn. Ja, es ist einfach Schwachsinn. Ob ihr ihn sterben lasst oder nicht, ist total egal. So, wir helfen ihm jetzt mal. So. Einmal schön durchklicken. So, jetzt müssen wir mit Martha quatschen. Die will dann von uns was haben. Wir verfolgen die Quest mal. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er das auch gemacht hätte. Also, ihr müsst auf jeden Fall den Unrein machen. Da kriegt ihr das dann. So, jetzt suchen wir uns Martha. Die will was von uns haben. Und dann werdet ihr gleich sehen. Plünderin. Weil die will ich jetzt nicht anquatschen. Wir wollen jetzt zu Martha. So bekommt ihr jetzt die Fischerhütte. Das ist jetzt der Punkt, den ihr begehen müsst. So, ein Mann liegt im Sterben. Ja, bla 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 bla. So, was brauchen wir denn dafür? Sie braucht jetzt irgendwie Gobo-Wurzeln. Gobo-Wurzeln, Gobo-Wurzeln haben wir hier hinten. Das ist Gobo. Einmal, zweimal, dreimal. Reicht schon. Komm her hier. Da haben wir sie. So. Jetzt haben wir das Gegengift gehalten. Jetzt gehen wir wieder zurück zu ihm. Wie gesagt, es ist total egal, was ihr drückt. Ob ihr ihn sterben lassen wollt oder nicht. Das ist total Wurst. Ihr müsst das Fischerdorf in jedem Fall kriegen. So. Also die Fischerhütte, nicht das Fischerdorf. So, jetzt quatschen wir ihn an hier. Trink mal. Gönn dir. Matsamu über Hiko bei Dingsbums. Wo ist er da? Sehr schön. So. Und jetzt seht ihr Fischernetzgestell, Behältnis, Schema, Öllampe verfügbar. Jetzt können wir nämlich hier drauf gehen und jetzt könnt ihr hier auf die Gebäude gehen, Produktionsstätten und die Fischerhütte ist frei. So, das ist ganz einfach. Warum jetzt der Bergbauposten nicht frei ist, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dazu müsste man dann noch die nächsten Quests weitermachen. Die kommt dann nämlich auch noch. Glaube ich. So, jetzt könnt ihr natürlich dann hier, ne, mit Chimo-Dingsbums hier oben noch quatschen. Die will dann von euch ein Ei haben, ein gebratenes. Das heißt, wir besorgen uns mal noch schnell ein Ei. Wenn wir eins finden, auf die Schnelle. Wir schauen mal. Also, das ist so die Anfangsquest, die ihr machen müsst. Wenn ihr euch das nicht freischaltet, dann ist irgendwo ein Fehler im System und dann könnt ihr das ganze Spiel eigentlich nochmal von vorne starten und nochmal neu machen. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob die Bergbauhütte jetzt direkt kommen hätte, noch mitkommen müssen. Oder ob ich dafür jetzt noch eine andere Quest machen muss. Jetzt suche ich gerade erstmal ein blödes Ei. Jetzt finde ich natürlich keins, war ja klar. Ach, da sind welche. Sehr schön. So, da haben wir die Eier.
Gut, das Nest nehmen wir auch gleich mit. Da sind Federn drin, die braucht ihr nachher für die Pfeile. Erklärt sich von selber. So, da unten ist die junge Dame. Gut, ich bin auf der Suche nach etwas zu tun. Nein, du bist nicht. Gut, war der falsche Spruch. Dann nehmen wir den anderen. Bleib hier. Zack, zack, bleib mal stehen. Das hier. Nehmen wir das. So. Da unten ist es doch. Das wollte ich haben. Finde Kreheneier, haben wir schon. So, jetzt müssen wir die Kreheneier kochen. Ja, mach mal hier weg. Gut, weg damit. Haben wir hier irgendwo ein Lagerfeuer? Hier ist natürlich nichts Lagerfeuer, welch ein Wunder. Was haben wir hier noch? Da kann ich mir nicht rausnehmen. Gut, wir müssen erstmal zurück, müssen jetzt ein Ei braten für die junge Dame. Und dann müssen wir das wegbringen. Ein paar Steine wären nicht schlecht. Zum Anfang braucht ihr nämlich Steine. Habt ihr einen Kochtopf, braucht ihr keine Steine mehr? Habt ihr keinen Kochtopf, müsst ihr Steine benutzen. Aber macht nichts. Ich glaube, wir haben auch noch eine Pickaxe irgendwo. Ne, haben wir nicht. Dann bauen wir uns schnell eine. Das ist nicht das Problem. Oder in dem Fall schon. Macht aber nichts. Wir können auch das Ei so braten. Hier sind schon mal ein paar Steine. So. Hier könnt ihr das Ei wurzeln. Ja, da haben wir das Ei gewurzelt und jetzt müssen wir das nämlich wegbringen zu Inari. 325 Meter. Na dann wollen wir mal. Ich glaube, das schaffen wir heute noch in der Episode. Dann machen wir Inari auch noch mit durch und dann machen wir die ersten 5 Quests schon mal. Also die haben wir die ersten Quests schon mal erledigt. Nur los, komm, gib Gas, gib Hackengas. Ja, da haben wir eine Baustelle entdeckt für eine kleine Brücke. Die bauen wir dann auch nochmal im späteren Verlauf. Nicht jetzt, nicht heute, aber im späteren Verlauf auf jeden Fall. So, da kommen wir nicht hoch, dann nehmen wir den Weg. Ich glaube, wir müssen da noch lang. Also man kommt nicht über alles hier hoch, nicht über jeden Stock und jeden Stein. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber man kann auch klettern und kommt trotzdem über viele Dinge rüber. So, Energie mal wieder auftanken hier. Da oben müsste der Schrein sein. Also rennen wir jetzt mal hier hoch. Zack, hier durch, da durch, überall durch. Da haben wir einen Schrein entdeckt. Ein Beta-Tempel. Zeig mal hier, öffnen. Ja, das will ich nicht sehen. Das juckt mich nicht. So, sehr schön. So, jetzt müssen wir mit ihr wieder quatschen. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Wir gehen gleich mal hier rüber. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hier runter zu hüpfen könnte manchmal echt ein bisschen übel enden. Schon das ein oder andere Mal ausprobiert, tut dann doch schon weh. Jetzt rennen wir erstmal wieder zu ihr zurück. Wenn ich jetzt hier noch Eier gefunden hätte, hätte ich die natürlich gleich mitgenommen, weil die Eier könnt ihr gut essen. Das ist gut, das ist eine gute Nahrungsquelle. Findet ihr oft, könnt ihr schnell machen, könnt ihr schnell mitnehmen, könnt ihr schnell essen. So, dann rennen wir mal hier rüber. Keine Ausdauer mehr. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir mit ihr auch schon gesprochen. Dann haben wir 2 von 3 schon mal erledigt. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann ist der Einstieg schon mal recht simpel. So, zeig ihr hier. So, ich habe Aufgabe da gebracht. Sehr schön. So, Bambus Bergbauposten. Seht ihr, wenn ihr diese Quest hier macht, dann kriegt ihr den Bergbauposten.
So, also dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass ihr das machen müsst, um den Bergbauposten zu machen. So, dann machen wir jetzt noch die schnell die dritte mit durch. Ich hoffe, das schaffen wir noch in der Folge. Aber ich denke mal schon. So lange dauert das ja Gott sei Dank nicht. Ich habe jetzt auch nur eins gekocht, aber ich kann das hier noch essen. Das kann ich auch noch futtern. So. Machen wir hier schnell hoch. Dann haben wir die Anfangsquests alle schon mal erledigt, soweit. Und dann werde ich nämlich für die nächste Folge schon mal Vorbereitungen treffen, werde ein bisschen was zusammenfarmen, werde auch vielleicht schon mal ein paar Gebäude platzieren. Mal sehen. Ein Gebäude werde ich, ich werde noch keine Gebäude groß bauen. Also ein bisschen zusammen müssen wir dann halt noch farmen, das geht nicht anders. Wenn die Gebäude dann gebaut sind, dann geht es natürlich einfacher. Oder wir machen das halt nochmal zusammen. Das entscheide ich dann spontan, je nachdem, wie gerade der aktuelle Gemütszustand ist. So, jetzt gibt Gas hier. Da müssen wir nämlich gleich jagen für, glaube ich. Also ich glaube, das schaffen wir dann heute doch nicht mehr in der Folge. Oh, hier geht's abwärts. Ja, dann nehmen wir hier den Spalt. Ja, sehr schön. So, dann nehmen wir den Spalt hier. Ansonsten machen wir hier draus einfach eine Überlängenfolge. Dann ist das so. Beendigung der ersten Quests. Er hängt doch bestimmt hier irgendwo ab. Wo hängt er denn ab? Eine weiter? Du sollst doch nicht da hochklettern. Was ist los mit dir? Ist er da oben? Ja, er ist natürlich hier oben. So, jetzt müssen wir uns den anderen Vogel suchen. Was ist denn hier hinten? Ach, das war ein Händler. Gut. Eine Händlerin. Sehr schön. Was bietest du denn? Futter. Du hast Futter. Jede Menge Futter. Na, will ich jetzt nicht. Geh weg. Ich will kein Futter. Wir suchen jetzt den anderen Kloppo. Der wird dann von uns verlangen, dass wir eine Runde jagen gehen. Hier könnt ihr jede Menge Gras kriegen. Was sagst du? Gib mal eine Aufgabe her. Gib mal her. Bau dir ein Messer und ein Speer. Gut, wir bauen ein Messer und ein Speer. Einmal Messer. Und für den Speer brauche ich einen Holzstamm. Holen wir uns schnell. Zack. Weg mit dem Baum. So, wir bauen uns aber gleich zwei Speere oder drei Speere. Ich werde euch auch zeigen, warum gleich. Weil wir gehen was anderes jagen. Wir gehen jetzt nicht hier dieses komische kleine Häschen, Hoppelhäschen da jagen. Sondern wenn, dann machen wir es gleich richtig. So, und dafür brauchen wir ein paar Speere mehr. Dann machen wir hier gleich mal drei Stück. So, jetzt müssen wir Beute jagen gehen. Das ist ganz simpel. Ich weiß, wo man gute Wildschweine kriegt. Und Wildschweine geben halt auch mehr. Folglich werden wir uns die Wildschweine angeln. So, dazu müssten wir aber eigentlich wieder da unten lang. Moment, da müssen wir hier lang. Gehen wir schnell da lang, holen uns die Wildschweine, brutzeln schnell das Fleisch durch, bringen ihm das, dann war's das. Mehr Arbeit ist das nicht. Können uns aber schon mal gleich die Sachen ausrüsten, weil wir brauchen sie eh gleich. Einmal, zweimal und dreimal. Also so mache ich das. Den ersten werfe ich und mit dem zweiten spieße ich das Viech auf. Muss ein bisschen Geduld haben beim Jagen hier. So. Kriegt nachher auch noch einen Bogen und alles. Also, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Speer jagen gehen. Wenn ihr, desto schneller ihr die Hütten euch baut, desto schneller seid ihr dann natürlich auch gleich besser ausgerüstet mit Bogen und anderen Werkzeugen natürlich.
Ja, hier hat man jetzt einen Fuchs gehabt. Den könnte man eigentlich auch gleich nehmen, wenn er dann schon mal da ist. Aber den kriege ich wieder nicht, da bin ich wieder zu langsam für. Oh, da haben wir ihn schon. Na gut, dann nehmen wir einen Fuchs, das geht auch. Mit dem Fuchs geht's auch. Ich wusste nicht, dass man den Fuchs kriegen kann. In der Regel hauen die ab, greift ihr die an, wollen sie euch killen. Ganz klar. So, jetzt müssen wir jetzt schnell braten gehen. Da sind wir nämlich direkt zu Hause, brauchen wir gar nicht so weit laufen. Brutzeln das, bringen das zurück und dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Ganz cool. Also wie ihr seht, wenn ihr wisst, wo ihr lang müsst, dann habt ihr die Quest ohne das Lesen in der circa einer halben, dreiviertel Stunde durch. Die ersten paar. Wenn ihr natürlich da wirklich euch einlesen wollt, dann braucht ihr natürlich länger. Das ist klar. Aber wenn man sich das einmal durchgelesen hat, dann hat man irgendwie keine Lust mehr, sich das nochmal durchzulesen. So, zack, rein hier. Kannst gleich alles brutzeln hier. Machen wir gleich alles weg. Was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist fertig. Sehr schön. So, gut, dann bringen wir das jetzt zurück. Jetzt müssen wir das noch zurückbringen. 450 Meter wieder. Dann wird es auch schon fast dunkel. Nehmen wir uns mal unser Fackelchen gleich mit raus. So. Damit, wenn es zu dunkel wird, ihr noch was sehen könnt. Und dann haben wir eigentlich auch den Start schon geschafft. Dann ist es eigentlich jetzt nachher recht simpel, weil so viele Quests gibt es hier noch nicht. Ihr müsst dann nachher halt nur gucken, dass ihr auf Dynastie Level 7 kommt, dann auf 14 und dann auf 21 irgendwie. Was nach 21 kommt, weiß ich selber noch nicht. Und ansonsten habt ihr halt nur so kleinere Quests mit dabei. So Nebenquests, die ihr machen könnt. Hier könnt ihr an diesen Außenposten könnt ihr immer mal looten gehen. Da sind manchmal ganz interessante Sachen drin. Hier sind zum Beispiel jetzt Fische drin gewesen. Da könntet ihr aber auch kleine Klamotten kriegen, Waffen, Lampen, alles Mögliche. Wenn ihr es nicht haben wollt, könnt ihr das bei Händlern verkaufen. Ihr könnt dementsprechend andere Sachen kaufen. Oder ihr hebt es auf. Ich weiß nicht, ob es im späteren Spielverlauf noch was dazu kommt, aber ich denke mal ja. Dann braucht ihr diese Klamotten auch, weil drin steht bereits, dass die irgendwelche Werte haben für für Luxus und sonstiges. Schweres Wort. So, dann gehen wir mal jetzt unsere Quest hier ab. So, dann sprechen. Ich habe hier Fleisch gebraten. Jawohl. Jetzt müssen wir mit Kenjigo nochmal sprechen. Mit dem da oben. Mit auf seinem Wachturm. Ob er da noch ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal nicht. Wird langsam dunkel. Können wir Fackeln anmachen hier. Er ist noch auf dem Wachturm, sagt er. Ja, du bleib hier, Junge. Keule, was ist mit dir nicht richtig? Jetzt haut er ab vor uns, ich werde weich. Bleib doch mal stehen jetzt. Was stimmt denn mit dir nicht? So, ja. So. Akku ins Dorf einladen. Das können wir gleich machen. Die Bevölkerung. Ach ne, da müssen wir jetzt hinlaufen. Gut. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch zu Ende. Weil wäre sonst blöd jetzt. Und dann haben wir nämlich den Anfang auch geschafft. Die Folge hat ein bisschen Überlänge. Nicht so dramatisch. Und ihr wisst, wo ihr eure Fischerhütte herkriegt und wo ihr Bergbauposten herkriegt. Aus welchen Quests. Sollte jetzt inzwischen auch funktionieren. Also bei zwei Versuchen hat es funktioniert. Sollte wohl nicht mehr so verpackt sein wie am Anfang. Was habe ich eben gesagt? Eier immer mitnehmen. Ne? Dann tun wir das doch gleich mal. Die 2 Sekunden haben wir dann auch noch. So, dann laden wir sie jetzt ein ins Dorf. Eine Hütte haben wir bereits. Dann fehlt uns zwar eine Hütte, aber
Die können wir dann in der nächsten Folge sowieso bauen. Wir müssen dann da ein bisschen abreißen. Und vielleicht reiße ich das auch schon mal ab. Und dann können wir dann gechillt anfangen mit dem Dorfaufbau. So. Auf jetzt. Noch die beiden Sachen erledigen und dann hätten wir das auch geschafft. Das war dann die ganze Start-Anfangs-Quest, mehr oder weniger. Für die Einleitung. Nein, wo bist du denn? Ach, der ganze Arsch der Welt wieder, ja. Fürchterlich, ganz am Arsch der Welt. Also. So, da sind wir. Yep. Sehr schön. So, im Dynastiemenü laden wir hier gleich mal. Geben wir hier gleich mal was zu tun hier. Dann können sie gleich mal einziehen hier. Zack und zack und zack. Arbeitsplätze können wir hier noch nicht geben, außer am Herd kochen und da haben wir selber noch nichts. Ne? Also von daher, da ist noch nicht viel. Folglich geht das noch nicht. Jetzt müssen wir noch zurück die letzte Quest abgeben. Und dann haben wir es gepackt. Jetzt hat er wieder keine Ausdauer mehr. Ich werde weich. So, auf geht's. Die letzten Meter. Die letzten Meter. So, das haben wir. Alles schön durchklicken hier. So. Sayuri einzuladen. Jetzt müssen wir Sayuri einladen. Aber das machen wir heute nicht mehr, weil uns fehlt nämlich dann definitiv eine Hütte. Ich würde sagen, ja, ich verabschiede mich von euch für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.